Ja, und damit, liebe Leute, ich bin der Bruga und das sind die Leute, die mich unter anderem monatlich supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani Nakashima, Ani 1407, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Bluefire 486, Broken X, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XCX, Onkor 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Jewel Buck, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Maurice MZ, Metal Dragona X, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Nixstar, Not So Toxic, Pat Cardi, Panarek 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Bubo Fischbub, Reik Boretzky, Rylion Donovan, Rufus Platus, Schattenmonster, Sebastian HH, Simon Kaiser, Surly Solotte, The Phoenix, Torf Erde, TWD Mr. Wayne, Wutzli, X-Rock und ZX94. Ja, und da mache ich auch mal die Facecam an, Leute. Das ist Expedition Zero, ein Survival-Horror-Spiel, ist jetzt gerade rausgekommen. Und ich habe schon mal die Demo reingeschaut. War ganz interessant. Ich habe noch mal ein paar Minuten geguckt, weil es immer so bei Demos, also wenn, dann mache ich es auf YouTube oder ich spiele dann die fertige Version. Und in dem Fall, muss ich sagen, hat es mir doch echt zugesagt. So vom optisch, vom Look her und allem. Und ihr könnt mal entscheiden, ob ich das weiterspielen soll. Ich weiß nicht, wie lang es ist insgesamt, aber nun ja. So, Speichername, wie nennen wir es denn? Dann war Bruga. So, und Start. Ja, es hat eine ganz schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Ich sollte es nicht I shouldn't have come here, but I needed to see. He just forgot about me. Left me here to rot. I need to get out. I need to find a way. And I can start here. Okay, Zugang zum Bunker erhalten. Look around, alles gut. Reisen. Akkuladegerät. Okay, also das ist unten rechts ist mein Akku, wie es aussieht. Links ist meine Heilung, unten links ist meine Kälte, oder was? Ich brauche Strom. Und ich habe ein Lager mit Tab. Waffe, Brechstange, Axt, Kopf, Schulsystems, Visierkörper, AI, Lager, Batterie, Ausrüstungshalterung, Handgerät, Handgerät. Meine Ziele. Zugang zum Bunker erhalten. Ich muss mir Zugang zum Bunker verschaffen und den Generator aktivieren. Ich muss einen Generator finden und ihn einschalten, um den Bunker mit Strom zu versorgen. Ich muss sagen, die Demo übrigens war noch in Englisch. Jetzt ist alles Deutsch, finde ich gut. Das ist so ein, ja, das ist so eine Art Schneemobil hier, oder was? Ah, da ist doch ein Generator. Der hat das dann zu springen. Kanister. Alles klar. Und Kanister. Ich brauche Benzin. Finde Benzin. Dann hier. Ich habe es mal ein bisschen heller gemacht. Es ist recht düster. Aber wie man gesehen hat, kriege ich ja später noch eine Taschenlampe wahrscheinlich. So, wo kriege ich jetzt Benzin her? Der Benzin, ja. Und hier. Gesundheitspillen. Dies ist ein Gesundheitsgetränk, das dazu dient, Blutungen zu stoppen und kleinere Verletzungen zu behandeln. Ja, wie gesagt, Survival Horror. Also gibt es wahrscheinlich auch noch was zum Gruseln. Kein Benzin. Finde ich denn welches? Auch nicht weiter. Auf jeden Fall nicht gefroren, das Wasser. Hä? Sind die voll oder gefüllt mit wertvollem Diesel? Natürlich sind die schon gefüllt. Achso, und das unten, das Männchen, ist meine Ausdauer voll gut. Ich finde, das hat sehr schön eigentlich. Ist sehr platzsparend alles. Piep, piep. Alles klar, aktiviere den Generator.
Tür zu machen. Hey, anyone there? Oh, das ist ein Funkgerät. Meet me at these coordinates I'm about to send you. I know you want to get out. Hey, Alter, I could arrange that for you. But we are discussing face to face on my terms. And watch out for the lights. They stink really bad. Okay, ich werde die Facecam vielleicht ein bisschen... Warte mal. So, ich habe mich mal umplatziert. Rundfunkempfänger, Empfangskoordinaten. Reise zur Mauer. Koordinaten, Reisekoordinaten, Mauer erhalten. Warte mal, was haben wir hier noch? Oh, Schlüsselkarte. Da liegt eine Knarre. Okay. Ist jetzt nichts mehr, oder wie? Ah ja. Keine Daten. Ziele. Reise zur Mauer. Ach hier, hey, ist da jemand? Komm dir ans Funkgerät. Hör zu, triff mich an den Koordinaten, die ich dir gleich schicke. Ich weiß, dass du raus willst. Das wollen sie alle. Warte mal, ich glaube, ich werde mich nochmal umstellen. So. Und... So. Jetzt ist doch besser, oder? Alles klar. So, hör zu, triff mich an den Koordinaten, die ich dir gleich schicke. Ich weiß, dass du raus willst. Das wollen sie alle. Ich könnte das für dich arrangieren, aber wir werden es von Angesicht zu Angesicht besprechen, zu meinen Bedingungen. Und pass auf die Lichter auf, die tun ziemlich weh. Alles klar. Dann reisen wir mal zur Mauer, ne? Ja, wie gesagt, ich werde es jetzt erstmal anspielen und es ist eigentlich auch vielleicht was für ein Zweitkanal, ich weiß nicht. Aber ich werde es trotzdem hier erstmal spielen. Wow, das sieht echt gruselig aus. Oh, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist doch bestimmt gefährlich hier, oder? Wenn ich erwischt werde. Schießt jemand auf mich oder so. Ich meine, die Lichter tun weh, aber wie soll ich das verstehen? Wahrscheinlich, dass da halt wirklich jemand auf mich ballert, ha? Oh. Da ist ja jemand. Für die Hände. Good, you found me. And you're still alive. You are not as useless as the ones I've met before. So let me award you for your efforts. A key card for the locked room in the house you came from. Ah ja. So you want to get out. There are some ways, but well, let's say they don't come for free. Let's make a deal. Something has been going on in the Motley Forest. You know that place? The Motley Forest. Roaming in the forest. It was strong enough to kill all of the soldiers that arrived there. I will be helping you in identifying the source, but I need samples. Find something that could be traced to that thing. And don't forget to get yourself a flashlight back at your place. It gets really dark out there. Vernichte die Seuche. Ja, viel Glück. Bau die Taschenlampe, besorg dir die Proben. Versuch nicht zu sterben. War das jetzt einfach nur als Hinweis, dass das wehtut, das Licht? Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das uns Schaden zufügt. Und was hier so das Böse ist, die Seuche. Erstmal zum Bunker zurück. Ich glaube, der Bunker ist einigermaßen sicher, ha? Huh? Außerdem kriegen wir da ein Gewehr. Voll gut. Ist da eben jemand im Fenster? Nee. Ich habe auch gar keine Tageszeit hier. Vielleicht spielt das auch gar keine Rolle. Also es sieht zumindest schon mal gut aus, ne? Ach, hier brauche ich ein Brecheisen. Bam. So, die Waffe. Auf der 1 habe ich das. Mit der Waffe zu zielen, mit der Waffe anzugreifen. Ich habe keine Munition, ne? Ja, Munition muss vorhanden sein. Gehe ich da Schaltschrank.
Okay. Ja, ja, geh mal weg hier. Ressourcen zerlegen. Oh, Stehleuchtenmodul. Dafür brauche ich Elektrokomponenten, Metall und polymere Kunststoffe. Okay, das Crafting ist schon mal sehr interessant, dass man das alles... Komm, ich brauche echt für alles ein Brecheisen, sogar für einen Mülleimer. Bilder. Oh, Cloth. Ja, Stoff. Radio. Nix drin. Aha. Brecheisen. So. Wichtige Meldung. Warnung an alle Mitarbeiter. Das neue Analysegerät, das wir kürzlich erhalten haben, hat eine erhebliche Menge organischer Sporen in der Außenluft nachgewiesen. Die Tests zeigen, dass die Sporen, obwohl sie relativ harmlos sind, bei einer Person zu Kurzatmigkeit und Halluzinationen führen können. Harmlos. Um Produktivitätsverluste zu minimieren und unnötige Expositionen zu begrenzen, werden die folgenden Befehle durchgesetzt. Alle Mitarbeiter der Zugangsebene 3 und höher sowie Besucher im Freien müssen im Freien eine BPS-9-Gasmaske tragen. Mitarbeiter unter Zugangsebene 3 müssen alle 2 Stunden eine Tablette Ritocin einnehmen, wenn sie sich im Freien aufhalten. Diese Regeln gelten ab sofort. Sie erhalten alles Notwendige im Lagerhaus. Ah ja. Interessant. Zeug ist harmlos, aber verursacht Halluzinationen und Kurzatmigkeit. Warum nicht? So geht das. Nix drin. Drin. Oh, kann ich alles nehmen? Ach, hier alle Gegenstände anklicken. Ja, okay. Interessant. Ein Elektromotor ist da drin, im Mixer. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen typisch komisch für so Survival-Spiele, ne? Kannen, Kerzenständer. Es gibt Metall, es gibt Polymer, Kunststoffe. Cloth, Polymer, Kunststoffe. Oh, alles. Elektro, Metall im Stück Stoff. Wenn ihr meint... So, jetzt haben wir auf jeden Fall alles mal zerlegt. Respawn-Punkt festlegen. Oh ja. Du hast einen unruhigen Schlaf. Aber Spawn-Punkt ist gesetzt. Das ist irgendwie auch nicht später geworden oder... keine Ahnung. Wie konnte ich das jetzt zerlegen nochmal? Nee. Warte mal, da war doch eben noch ein Gerät. Hab's schon vergessen, wo war denn das? War das mit dem Drucker? Kann ich das auch zerlegen? Aha. Achso, hier zu Ressourcen zu legen. Ah, alles gut. So. Okay, so, ich brauche 12 Metall, 9 Kunststoff und Elektro. Voll geil. Den Mausbutton, die Stehleuchte an- und ausschalten. Oh, cool. Kann ich ja noch mehr bauen mit dem Drucker? Nee, nur die Stehleuchte, ne? Schade. Immerhin kann ich zuhauen mit dem Brecheisen. Also noch mehr Benzin. Einfach so steht es darum. Kann ich das auch zulegen? 10 Metalle. Ja, für einen Notfall. Hier oben ist denn da.
Alles klar. Ja, aber cool. Oh, der Akku geht echt schnell leer von der Taschenlampe. Sieht das schon wieder drained, wenn ich das Ding anmache. So. Und wir reisen in den Wald. Gibt es dann sonst nichts mehr außer den Orten hier? Interessant. Wie gesagt, ich werde es jetzt mal so 30, 40 Minuten anzocken und dann gucken, wie es ist. Mal sehen. Freilauf tut das weh. Dämm die Karte. Aha. War gut. Also das Licht wird auch irgendwas abschätzig, ja, wenn hier überall diese Scheinwerfer an sind. Ah, der liegt einfach mal Munition. Die Munition sieht irgendwie eckig aus. Boah, lädt er langsam nach, Mensch. Also wenn es irgendwelche Kämpfe gibt, dann wird es echt ein bisschen heftig, ja? 8 Schuss noch im Reserve. Schade, dass man das nicht sieht. Ja. Kann ich denn insgesamt 81 Kilogramm kann der Kerl tragen? Okay. Und dann noch so viel rennen, das ist nicht schlecht. Gute Beinmuskeln. Motor. Okay. Datentransfer im Gange. Ein neuer Standort wurde auf der Karte markiert. Militärlager. Ah ja, gut. Sieht aber alles schon ein bisschen alt und zerfallen aus hier. Zapfsäulen oder was? Ah, gar nichts drin. Oh, Bein. Holz hacken. Ich kann jetzt nicht an die Holz zu hacken. Oh, ja, ja, hier gibt es echt viel Munition. Guck mal. Reicht das auch alles auf einmal irgendwie? Mit einer Taste? Nee, ich muss wirklich immer hier klicken. Ah ja, gut. Oha, großer Koffer. Oh, ein Riesenrucksack. Holzhacken, was gibt das eigentlich? Polymere Kunststoffe. Ja, warum auch nicht? Sehr gut. Hey, voll geil. Wow, jetzt habe ich einen viel größeren Rucksack. Geil, das lohnt sich ja voll. Und jetzt schon so weit, quasi von der... Also wenn ich schon so ein riesen Inventar habe, was bleibt da noch groß? Eieiei, noch mehr. Spannungsregler. Oh, guck mal, hier gibt's bestimmt eine Karte, kenne ich aus Elden Ring, aus den Dingern. Okay. Oh, die Kälte. Ich sehe gerade, die Kälte ist ganz schön extrem. Hier. Oh. So. 93 Kilogramm jetzt mit dem Rucksack kann ich tragen. Oh, warte. Holzhack. Nein, ich brauche Holz. Ich habe es zerlegt, ich Depp. Ich habe keine Axt. Hoffentlich reicht das ja hier.
Holzhacken. Wahrscheinlich meinen sie gehacktes Holz oder so. Oh, sehr gut. Wie lange reicht das? Weiß ich nicht. Was ist das? Wird immer lauter. Das Rauschen. Was? Anomalie hochladen. Was zum Geier? Yes, that's the symbol. I guess the military guys didn't make it. Find me the other ones. Ortungsgerät. Ein Gerät, mit dem Anomalien in einem bestimmten Reich lokalisiert werden können. Warum will der Typ das haben? Ist ein bisschen verdächtig. Da gibt drei Wege, ne? Jungs, ich brauche eine Axt. Ah, need lock. Bett zum Respawn-Punkt. So viel Schuss. Militärbericht. Identifikationscode 924D4 Bismut. Nach der Ankunft vor Ort wurde ein kleiner Erkundungstrupp gebildet, um das Gebiet in der Nähe zu untersuchen. Die Einheit ist nach 2 Stunden zurückgekehrt und hat einen Gegenstand unbekannter Natur mitgebracht. Die Einheit ist auf keine feindlichen Kontakte gestoßen, aber alle Männer haben angegeben, dass sie zu einem Zeitpunkt etwas gesehen haben, das wie eine schattenhafte Gestalt zwischen den Bäumen umherzulaufen schien. Unsere Messgeräte haben Gegenstände ähnlicher Art identifiziert, die über das Gebiet verstreut sind. Nachdem eine permanente Kommandozentrale errichtet wurde, wird eine besser ausgerüstete Einheit entsandt, um Nachforschungen anzustellen. Das Objekt wurde sichergestellt und wird in Kürze an die Hauptforschungsabteilung gesendet. Okay. Oh. Erd kann ich auch noch. Wie lange hält das denn jetzt mit dem Feuer, bitte? Mich, wenn ich es wieder ausmache, ist es dann wieder... Ah, okay, jetzt muss ich wieder Holz hacken. Scheiße. Naja, ich werde mal speichern. So. Respawn, du hast einen unruhigen Schlaf. Sorry, ich habe die linke Maustaste gedrückt. Ich dachte, es geht schneller weg, wenn ich das mache. War wohl doof. Ich gehe erstmal hier lang. Erstmal links. Ja. Bei der linken Pfad entlang. Das ist aber auch ohne Taschenlampe extrem blöd wahrscheinlich. Guck mal. Und es ist arschkalt hier. Sieht aber auch gut aus, die Bäume und alles. Erstmal weiter, da scheint noch was zu sein. Zelt. Okay. Eine leere Dose. Ein Rotor im Mini-Ofen, okay. Also ich brauche erstmal eine Axt. Ich hoffe, man sieht einigermaßen was. Ich dachte eben, da sitzt einer. Jo, hier ist aber echt viel los. Nicht öffnen. Wow. Was hältst du denn aus?
Okay, es sind Zombies. Ich verstehe. Und die halten wirklich viel aus, die Viecher. Ah, sieh mal. Licht aus, geht echt schnell hier mit dem... Was? Exoskelettmodul. Oha. Ist das? Dadurch kann ich mir einfach überall jetzt was bauen, wo ich so ein Gerät finde. Da ist immer so ein einzigartiges Rezept drin, schätze ich. Was ist denn das Modul? Wie 4 ist das? Okay, 192 Meter. 104, also hier ist die Richtung, wo ich hin muss. Interessant. So, 60, 40. 40, 40. Habe ich leider nicht. Nee, es fehlt halt noch ein bisschen was, aber... Oder warte mal, wie viel Metall habe ich? Ich kann mir ja mit einem... Wo kann ich es mir bauen? Was wackelt da so? Was macht denn das? Durch Erzeugung eines geringen elektrischen Stromflusses erhöht dieses Modul die Geschwindigkeit und Gewichtsgrenze des Trägers. Geil. Aktivieren. 06. Aktivieren. Hier geht aber ganz schön schnell, hä? Huh? Oh shit, mir ist kalt. Ist jetzt aktiviert oder was? Jetzt ist aktiviert. Aha, wo wir abgeht. Duf, duf, duf. Die Terminator. Warte mal. waren es noch. Erstmal Feuerchen. Mir ist nämlich arschkalt. Ich find's geil. Ich feiere es gerade ein bisschen, das Spiel. Wir sind schon bei einer halben Stunde, Mensch. Ich wollte jetzt noch ein bisschen mehr. Doof leider, dass man immer wieder untersuchen kann. Aber ich habe ja schon alles rausgeholt. Oh je, das geht echt schnell mit dem Akku. Mach's mal aus. Aber Hauptsache wir haben ein Exoskelett. Warum nicht? Geh nochmal zurück, hier war noch was, was neben reinging. Ja. Ich habe wann die richtige Bedrohung kommt. Das war jetzt nur so ein Zombie, der kann ja nichts, ne? Funkturm. Ich glaube, die Wege sind auch mehr oder weniger nur so ein Vorschlag. Hier gibt es ja überall was im Wald zu entdecken. Da bin ich jetzt auf dem mittleren... Ah, jetzt bin ich auf dem mittleren Weg. Okay. Wieder so ein Teil. Was ist das denn? Hm. 78 Meter. Ich komme definitiv näher. Was? Also das Licht tut mir nicht weh. Das war wirklich nur die Scheinwerfer, was er sagte.
dass da auf mich geballert wird, wahrscheinlich oder so. Kartentransfer. Der neue Standort wurde auf der Karte markiert, die Kirche. Ah ja. Gut. Sind das Geister? Durchlaufen ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Muss ich irgendwie bewegen lassen. Es scheint einen Weg nach unten zu geben. Wenn wir die Kanzel bewegen. Bei Kerzen. Ist das seltsam, aber auch voll gut. Ah, schau mal hier. Band. Voll wie bei DayZ, wo einfach alles so random irgendwo rumliegt. Ah ne, warte, Feuer brauchen wir keins. Aber mir ist schon ein bisschen kalt hier drin. Ein Verstärker. Schlecht. Kann ich damit was bauen? Ein Gerät, das jedes Signal verstärkt, das es erhält. Ein Kabel. Wenn Elektrogeräte mit hergestellt werden, defekte Steuerung für elektrische Geräte. Ein Heizungsmodul, ein erweitertes Upgrade-Modul für den Anzug, das elektrische Energie in Wärme umwandelt und so den Träger bei Minusgraden länger warm hält. Och, das geht, aber da brauche ich gar nicht so viel für. So. Brauchen wir noch ein bisschen mal Metall. Problem ist, Metall ist echt selten, glaube ich, ja. Ja. Problem, nee. Würde ich gar nicht erst zerlegen. Jetzt nicht Gesundheit. Kann ich das auch irgendwie... stapeln. Kein Platz für den Gegenstand. Okay. Ich brauche mehr Metall, Leute. Bleibt ruhig sitzen, ja. Gilde bewegen. Unheimlich ist hier, die Orgel hat eben was gespielt. Waschmaschine? Warum nicht? Die Bilder vielleicht noch rumdrehen, weil eben war da was anderes auf dem Bild zu sehen. Mehr Bilder hier runtergefallen. Da liegt noch eins. Okay. Warum nicht? So, Ressourcen zu legen, Kabel. Yay, wir können es bauen, das Heizungsmodul. Oh, das braucht auch wieder Strom. Na geil. Ist das schon an? Ja. Und es wird halt nicht mehr so schnell kalt, aber es wird immer noch kalt. Wird immer noch kälter. Ja, wir brauchen mal einen besseren Akku, ha? Bing, 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 bing. Ich find's geil soweit, ne? Es könnte ein bisschen schneller gehen vielleicht, aber sonst. Mit der Temperatur.
Hä? Ging jetzt irgendwie schneller, kann das sein? Geht jetzt irgendwie schneller. Wenn ich nicht einschalte, dann geht die Wärme schneller voll. Und ich find's cool, dass man die Zahl hier sieht. Vom Akku. So, dann... Boah. War gerade sehr schnell. Einige Schriften. Ah, das ist die Anomalie, die ich jetzt auf dem Scanner schon hatte. Sehr gut. Da ist noch einige mehr, sowas habe ich noch nie gesehen, sagt er. Batterie. Ah, ein tragbarer Akku, der zum Aufladen des Anzugs verwendet werden kann. Interessant. Ist das? Mehr drin, ne? Ne. Hat er gerade so gepiepst. Und alles. Ja, Heizungsmodul. Mehr geht jetzt hier erstmal nicht. Ich glaube, ich gehe mal zurück zum Militärlager, oder? Ah, die Karte ist schon ein bisschen größer. Blitzt hier draußen. Mit Schiss. Alter. Oh! Was ist da gerade jetzt auf den Bäumen? Ah! Alter! Hat uns Schaden gemacht mit seinem Tentakel oder was? Kein Bock auf sowas! Zwei Kopfschüsse. Verlassene Farm. Nee, komm. Was ist die Viecher in den Bäumen? Irgendwas? Oh nee. Dass man das durchsuchen kann, während man nachlädt übrigens. An AK Kovalenko, Bericht Nummer 1. Hallo, mein Name ist Alexei Kovalenko. Ich würde gebeten, Ihnen über meine Gesundheit, meine Gedanken und mein tägliches Leben zu schreiben. Mir wurde gesagt, dass ich Ihren Namen nicht wissen darf, also werde ich Sie Doktor nennen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Kürzlich mussten wir alle in getrennte Spezialgebäude umziehen, die nur für uns gebaut wurden. Kinder wurden in ein anderes gebracht, um zu verhindern, dass die Krankheit auf sie übergeht. Ich verstehe, dass dies aus guten Absichten geschieht, aber ich mache mir immer noch Sorgen um meinen Jungen. Wird es ihm gut gehen? Können wir mit ihm reden? Eines hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Mir geht es gut. Ich esse gut und höre und sehe gut. Alles ist in Ordnung. Danke und bis bald. Okay. Der Tipp von mir will, ehrlich gesagt. Oh, da ist eine Axt. Ja, ich hab die Axt. Geil. Ja. Okay. Kulada.
Dass das Vieh da draußen rumspringt, gefällt mir nicht. Und wir haben es auch nicht gekillt. Es ist einfach nur abgehauen. Wow. Haben wir hier noch? Wärmeaustauschmodul, das habe ich ja schon, oder? Ne, ist ein Heizungsmodul. Erweitertes Anzug-Upgrade, das Körperbewegungen und Körperwärme in Strom umwandelt. Wo braucht der Träger allerdings auch mehr Kalorien? Mehr Kalorien. Alter. Lass mich da mal. Gasmaskenmodul. Oh, du Drecksau. Wie mehr Kalorien? Was soll das bedeuten? Ich brauche mehr Kalorien. Was ein Quatsch. Licht immer hier. Ist mal gut jetzt. So, Wärmetauschmodul. Dafür brauche ich noch ein bisschen Plastik. Ne, warte, was? Elektro. Aber erstmal die Gasmaske. Oh, ich bin zu kalt. Ja, wir gehen erstmal zurück, glaube ich. Mal voll machen. Ist die sauer? Wo kann ich... Mini-Ofen? Nee. Wo kann ich denn was anzünden hier? Hier geht gar nichts, oder? Scheiße. Oh, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich muss schnell zurück. Oh nee. Alter. Nein. Oh, dieses Vieh, ich weiß halt nicht, was ist. Ich hab da die Gasmaske an. Am Lauf jetzt. Boah, ich muss schnell ans Warme. Komm, komm, komm. Bleib gleich. Oh. Sau. Oh mein Gott, diese Viecher. Wie soll man das sehen? Das ist halt fast unsichtbar. Bis auf die Augen sieht man ein bisschen. Oh, dafür gibt es nur ein Metall für eine Batterie. Erzähl's mir nicht.
Erzähl es mir nicht. Jetzt stürmt's auch noch. Komm mal voll, Jung. Heizungsmodul. Oh. Bin schlauer, ja. So, aber Leute, das soll's gewesen sein für den ersten Part. Falls noch mehr kommt, wie gesagt. Wir machen das erstmal zum Spawnpunkt. Oh, was? Das kostet Haltbarkeit. Du hast einen unruhigen Schlaf. Das will ich doch mal meinen hier. Auf jeden Fall danke ich euch sehr fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Das hat echt ein Haltbarkeitsding dran, 86. Und ja, ich bin gespannt. Wir speichern mal. Bad. Ist egal, wir haben hier gespeichert. So. Und... Nee, warte, was? Haben wir? 928, ja. Wir sehen uns wieder. Ich bin der Bruga. Tschüss.